Medizin geht in die Richtung und darum eben Psychosomatik und die Manuelle, wo ich ja eben dann quasi den Kunden auch anlange. Und indem mir dann jemand sagt, mir tut es da weh mit der Halskehre und ich mich dann mit dem beschäftige, habe ich schon mal das Problem nicht, dass ich daran vorbei produziere. Also der Kunde hat dann schon das Gefühl, ich nehme ihn ernst. Und ich glaube, da geht es darum heute. Und das ist vielleicht die nachhaltigste quasi Praxissicherung, indem ich auf die Leute eingehen kann. Also eigentlich braucht man gar nicht so wahnsinnig viel. Es braucht die eigentlich auch keine Technik. Wir wissen, dass man die Früchte essen sollte. Wir wissen, dass man so viele Gemüseeinheiten haben müsste. Wir wissen eigentlich alles. Aber ich glaube, dort ist die Schwierigkeit. Wie überzeugen wir die Leute? Wie können die von Anfang an eigentlich vernünftiger sich auf ihr gesunden Alter vorbereiten? Darum Medizin ist eins, aber es braucht einfach Politik dazu, wo ein Riemen zieht, das sonst dreht uns die Spirale schneller und schneller. Ja, ich meine, ich kann so viel dazu beitragen, aber wenn ich dann einmal wieder das Gefühl habe, ich komme nie nicht hin, komme ich heim, sehe die Kinder und muss sagen, ja, das ist genial. Durch die Momente, dass jetzt wirklich jemand Neues in mein Leben gekommen ist und die Kinder dazugekommen sind. Jetzt hat mein Leben wenigstens einen Sinn. Ja.